Okay, jetzt ist die Frage, welchen Boden nehme ich? Hey, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Paradise. Ja, wie ihr seht, hat sich bei mir ein bisschen was getan. Ich habe mein Häuschen ausgebaut und ja, ich würde sagen, ja, ich möchte nicht zu viel spoilern. Was heißt spoilern? Obwohl, Captain Lucky hat seine Folgen eigentlich auch schon hochgeladen, wo er sein Häuschen so ein bisschen ausgebaut hat. Und wie ihr sehen könnt, er hat Wege gebaut. Wege zu den einzelnen Häusern. Also unsere Häuser sind jetzt quasi alle so ein bisschen miteinander verbunden. Ich habe noch eine kleine Farm hier neben gebaut. Ich weiß gar nicht mehr, was ihr jetzt noch mitbekommen habt und was nicht. Aber ich glaube, ich hatte nur den Grundriss von dem Haus in der Folge gezeigt. Und hier jetzt quasi... Ja, mein Facebook. Den Rest hatte ich dann offscreen gemacht. Ich habe übrigens einen neuen Hund. Ich wollte unbedingt wieder einen Hund haben. Ich habe zwar in der Farmwelt tatsächlich immer noch meinen Hund, aber ich wollte hier gerne auch einen haben. Und ja, du kriegst jetzt auch was zu futtern. So, komm, da. Da. Friss. Guten Hunger. So, das hier ist jetzt meine kleine bescheidene Hütte. Ja, es ist tatsächlich, wie ihr hier vorne auf dem Schild so schön lesen konntet, Yaris kleine Blockhütte. Es ist tatsächlich, es soll auch eine kleine Blockhütte werden, also ich möchte eigentlich nicht wirklich viel mit Stein arbeiten an meiner Hütte, sondern möchte wirklich gerne, dass es wirklich, also dass es eine Holzhütte bleibt. Sie ist natürlich noch sehr, sehr klein und das ist klar, dass die auf jeden Fall noch größer werden wird, weil, ich wollte einfach in der letzten Folge irgendwas haben, wo ich mich unterstellen könnte, wo ich quasi Schutz hatte und mein Bett hinstellen und pennen konnte. Das habe ich jetzt mit dieser kleinen Hütte hier gemacht. Oh, hey, seit wann haben wir denn Fichten? Coole Sache. So, ja, das habe ich jetzt mit dieser kleinen Hütte hier gemacht. Ich habe auch schon ein Dach. Es ist wunderschön. Es ist einfach nur so ein Flachdach, aber es ist wunderschön. Nein. Es wird auf jeden Fall noch einen Dachboden, beziehungsweise ja, eine obere Etage geben. Das wird dann wahrscheinlich ein Dachboden sein, ja. Und es wird auch, ouch, es wird auch noch einen Keller geben. Mit dem Boden bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich bin am Überlegen, ob ich in den Boden auch Holzplatten packe. Dann kann ich vielleicht noch einen Teppich auslegen oder sowas, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es das damals gab. Aber ich bin am Überlegen, ob ich wirklich hier Holz reinmache, weil ich will, ich finde Steine so kalt und so, nee, mag ich nicht. Ich habe in der Farmwelt noch ein bisschen Holz gesammelt. Oh, ich muss das unbedingt mal sortieren hier, ey, das ist ganz schrecklich. Und habe nach Diamanten gesucht, habe aber leider keine gefunden. Ich bin irgendwie da nicht so... ich habe da nicht so viel Glück wie die Jungs, die haben direkt was gefunden. Ich habe eine Lederrüstung, woher habe ich denn eine Lederrüstung? Ach, bestimmt von den Zombies, ja gut. Ich bin schon ein paar Mal gestorben, wie ihr vielleicht seht. Ich bin mittlerweile 6 Mal gestorben, dummerweise. Habe leider natürlich nicht immer aufgenommen, weil, geht halt nicht immer. Aber, ja, den Zombie, den ich gerade eben getötet habe, den hat mein Hund eigentlich getötet. Der hatte mir mein Schwert geklaut. Deswegen musste er sterben. Ich habe ihn dann, also wie gesagt, mein Hund hat ihn eigentlich getötet, nicht ich. Aber, von dem habe ich dann jetzt auch wahrscheinlich die Lederrüstung. Gehe ich mal stark von aus. So. Die Farm wird auf jeden Fall noch ein Ticken größer, also zumindest hatte ich mir das vorgenommen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie so eine allgemeine Farm noch bauen wollten. Ich habe halt keine Ahnung, was die Jungs jetzt wirklich vorhatten, ne? Deswegen... würde ich hier jetzt einfach mal so bei meiner kleinen Farm bleiben und wenn es für alle in Ordnung ist, dann würde ich eventuell ja dann halt aus meiner kleinen Farm eine große Farm machen sozusagen, dass ich dann einfach meine kleine Farm, ja, dass ich dann einfach die Farm übernehme und es wird schon wieder Nacht, das ist toll.
Und dann hier eventuell auch halt alles Wichtige anbaue und eventuell auch so ein paar Tiere züchte und sowas. Ja, das hatte ich mir dann so überlegt. Das hier ist natürlich kein 30x30 Block. Ne? Das ist euch ja mit Sicherheit klar. Ich habe hier ja meinen Grundstein gelegt gehabt. Beziehungsweise da oder hier, keine Ahnung. Nee, hier, das war mein Grundstein. Und von hier aus habe ich jetzt mal 30x30 abgezählt. Und das werde ich jetzt auch mal kurz ablaufen. Achtung. So, das hier sind die ersten 30. Also das ist so 30 Block in die Richtung. Moment, wo ist mein Schwert? Ich muss mich ja schützen können hier. Komm her. Wie, hier kommt mir jetzt wieder ein Creeper in die Quere. Oh, Hexe. Ich kann mich anschleichen. Mache ich einfach mal. Hi. Überraschung. Ha. Bingo. Yeah. Au. Au. Mann, Alter, das tut auch weh. Okay, das hier ist der erste. So 30 Block in die Richtung könnte ich noch gehen. Die nächsten 30 Block sind ein bisschen komplizierter. Die ist nämlich hier. So 30 Block in die Richtung. Endet. Ah, ouch. Endet ziemlich genau in diesem kleinen See. Und 30 Block in diese Richtung wäre hier. So, also das ist so das Areal, was ich eingrenzen könnte, wo ich jetzt theoretisch, weil ich das ja alles nutzen darf, auch alle Bäume wegmachen könnte. Möchte ich aber im Moment noch gar nicht, weil ich das eigentlich ganz gut finde, dass die noch hier stehen. Wobei, naja, eigentlich finde ich es nicht gut, weil hier ständig die Monster dann. Naja, ist egal. Jedenfalls ist das so das Gebiet, was ich theoretisch bebauen könnte. Jetzt wollte ich aber ganz gerne nochmal gucken. Ich will mal kurz gucken, wie das aussehen würde, wenn ich jetzt hier. Ach, Bullshit. Wenn ich jetzt hier Holzboden reinmache. Und ich will ja auch noch einen Keller bauen. Das heißt, es muss auch irgendwie noch nach unten weitergehen. Das ist klar. Oh, jetzt muss ich mal kurz meinen Hund hier. Das ist mein. Vielleicht werde ich, mache ich auch so eine Schafherde oder sowas auf, hier so eine Schaffarm. Dann wird das mein Hütehund, mein Schäferhund. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie er heißen soll. Vielleicht. Ach, keine Ahnung. Ich wurde, beziehungsweise ich habe jetzt schon öfter mitbekommen, dass es relativ unklar ist, wie man meinen Namen eigentlich ausspricht. Also den, sowohl hier den Namen als auch, es ist ja eigentlich auch derselbe wie mein YouTube-Name. Es kommt halt darauf an, ob ihr es Deutsch oder Englisch aussprechen wollt. Ich finde persönlich das Englische cooler. Im Deutschen wäre es halt einfach Jericho, so wie Jericho. Ich habe das in einigen vorherigen Videos, glaube ich, auch schon mal erwähnt, aber jetzt einfach für alle, die es jetzt nochmal wissen wollen. Jericho wäre die deutsche Art, es auszusprechen. Scheiße. Ausgerechnet beim letzten Block geht meine Spitzhacke kaputt. Was ist denn das für ein Driss? Oh, mache ich mir jetzt eine Steinspitzhacke so. Und die englische Variante wäre halt Jericho. Sozusagen. Oder Jericho, Jericho. Irgendwie so. Ich finde die englische Variante, wie gesagt, cooler. Das könnt ihr aber im Endeffekt dann auch selber entscheiden. Also wer jetzt. Oh, das war ein bisschen viel Holz. Alles egal. Wer jetzt mit mir zockt oder nicht weiß, wie er mich nennen soll, keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich meinen richtigen Namen nennen möchte, weil irgendwie, ich mag meinen richtigen Namen nicht. Der ist so unspektakulär und so langweilig und das ist irgendwie blöd. Ich weiß halt nicht. So, jetzt. Ich mache das jetzt einmal so, dass ich die eine Hälfte mit diesem dunklen Holz ausstatte, sozusagen. Und die andere Hälfte, jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Hund hier rausholen. Komm mal her. Hund, komm mit. Komm, hier, komm her. Kommt er? Ja, er kommt. Sehr schön. Sitz, danke. So, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten wieder. Ja, okay, knapp 10 Minuten habe ich schon. Wie gesagt, die eine Hälfte statte ich jetzt mal mit dem Holz aus, die andere Hälfte dann mit dem hier. Und dann gucke ich mal, wie es so wirkt. Wobei ich auch noch anderes Holz habe. Also ich hätte auch noch Birkenholz zur Verfügung. So ist das nicht. Müsste ich, glaube ich, oder? Ja, ich habe auch noch Birkenholz. Ich kann ja mal gucken, ob das eventuell. Da möchte ich allerdings nicht so gerne so viel nehmen. Einfach nur, weil ich das Birkenholz in roher Form gerne für was anderes benutzen würde.
So, dann gucke ich mal, wie das Birkenholz so wirkt. Moment, wo ist meine Axt? Da. Zack, zack, zack. So. Packe ich hier nochmal Birkenholz hin. Ups. Ey. Psch, 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 psch. Na, das ist schon sehr hell, das merkt man. Okay, jetzt ist die Frage, welchen Boden nehme ich? Also der hier ist natürlich interessant, weil er einfach dann zur Wand passt. Aber ich finde, wenn die Wand in den Boden übergeht, ist irgendwie komisch. Das hier, ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Da könnte ich dann, wie gesagt, das sieht so ein bisschen aus wie Bodendielen. Da könnte ich dann, wie gesagt, noch einen Teppich oder sowas drüber legen. War das hier? Ich weiß nicht, das ist zu hell. Das würde ich dann eher für so besondere, für den Dachboden oder so würde ich das eventuell dann nehmen. Oder fürs Dach. Ich weiß es nicht. Aber ich würde das halt gerne, wie gesagt, in der Rohfassung dann hier eventuell noch für so Stützbalken oder sowas benutzen. Und nicht unbedingt für den Boden. Ich gucke erstmal, ich mache mal erstmal das Dunkle und wenn mir das dann irgendwie zu dunkel ist oder das Ganze dann zu dunkel wirkt, dann mache ich einfach das andere. Also dann kann ich eventuell nochmal überlegen, ob ich noch das Birkenholz nehme. Ja. Irgendwas wollte ich noch angesprochen haben. Ach ja, ich weiß. Nee, okay, das spreche ich mal noch nicht an. Das ist. Warum zum Henker mache ich das jetzt weg? Ich wollte das doch benutzen. Ich bin so ein dummer Mensch. Genau das hier wollte ich doch benutzen. Ich bin total Matsch in der Birne gerade. Gestern war nicht gut. Gestern der Tag war ganz, ganz furchtbar. So, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3. So, die hier muss ich wegmachen, richtig? Ja. So, ich hatte eigentlich nicht vor, das gesamte Haus jetzt ohne euch zu bauen, aber ich bin einfach irgendwie so im Flow gewesen gestern, beziehungsweise heute, dass ich irgendwie so, keine Ahnung, das Haus stand auf einmal und dann ist mir eingefallen, dass ich überhaupt nicht aufgenommen habe in der Zwischenzeit. Das war irgendwie doof. Ja. Ich hatte jetzt auch überlegt, Jannis, Captain Lucky, wie gesagt, ich würde gerne bei den YouTube-Namen bleiben, wenn es den Jungs nichts ausmacht. Würde ich, also der hat. Was wollte ich jetzt ansprechen? Ich habe vergessen, was ich ansprechen wollte. Ohne Witz, ich habe es vergessen. Ja, gut, ist egal. Ich glaube, ich lass ich meinen Hund hier draußen. Ich glaube, das ist zu gefährlich, oder? Wenn ich ihn hier draußen lasse? Ich weiß es nicht. Huch, was ist denn das hier? Ah ja, das ist, willst du nicht explodieren, Creeper? Aua. Ah, das sind wieder zwei hier. Ihr seid ja aufdringlich hier, ihr Säcke. Los, stirb. Ich will noch mal einen verzauberten Bogen kriegen. Mein Bogen ist so gut wie kaputt. Und bevor wir jetzt hier verzaubern können, werde ich bestimmt keinen mehr kriegen mit Stärke. Oh. Keine gesicherten Türen? Wie kommt das? Oh, ich bin so froh, dass die Viecher keinen Blockschaden machen, ne? Ich bin so froh einfach. Nein, ich will nicht sterben. Oh, ich habe jetzt auch noch ein Krönchen, das ist schön. Ach ja, was ich noch anspreche. Warte, es tut mir übrigens leid, dass ich jetzt in dein Haus reingerannt bin, aber ich wollte das, ich wollte. Entschuldigung. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so. Ich war am Überlegen, ob ich Hunger habe, jede Menge Hunger. So, oh, ich habe Bogen bekommen. Oh, schon Krönchen. Yay. Passend zum Mittelalter. Ich war am Überlegen, ob ich eventuell das Texture Pack ändern sollte, weil ich habe ja im Moment immer noch dieses Swags Texture Pack Dingsbums drin. Und ich weiß nicht, ob das so wirklich passend ist. Ich fände eigentlich ein anderes schöner. Irgendwas, was so ein bisschen mittelalterlicher aussieht. Ich habe aber halt absolut keine Ahnung, welches ich da nehmen sollte. Ich habe gerade so eine Idee. Moment. Habe ich noch Zeit dafür? Ja. Habe ich noch. Muss ich noch haben. Ich
glaube, ich packe hier hinten schon mal so ein paar Tiere hin. Da muss ich mal schon mal so ein Zäunchen bauen hier. Ein Zäune. So. Habe ich nicht noch welche? Irgendwo habe ich doch noch. Hier habe ich noch fünf. Zack. Wo sind meine Paletten, Planken, wie auch immer. Ich glaube, wenn man hier jetzt Birkenholz benutzt, werden das, ja, dann werden das hellere Zäune. Soll ich? Ich weiß es nicht. Ich meine, warum eigentlich nicht? Ich meine, ich habe das Birkenholz jetzt schon so verarbeitet. Dann kann ich das eigentlich auch, ja. Ja, ich denke, ja doch. Ich denke, das ist in Ordnung so. 24 werden, glaube ich, gar nicht reichen. Gucken wir einfach mal. Jetzt wird schon wieder Nacht, ey. Es geht immer viel zu schnell. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe es einfach mal. Soll ich das direkt hier dran bauen? Ja, warum eigentlich nicht? So, baue ich das jetzt einfach direkt hier dran. So. Und hier. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Oh. Ah, da seht ihr das. Einer zu viel schon. So, dann packe ich hier jetzt einfach ein oder zwei Kühe rein. Und dann, jetzt habe ich natürlich kein Tor. Ah, shit. Kein Tor gemacht. Bin so dumm. So. Schnell schlafen legen. Dann kann auch nicht viel passieren. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, welches Texture Pack ich dann nehmen soll. Ich weiß auch noch nicht, wann ich es jetzt dann geändert bekomme. Vielleicht überlege ich mir noch was jetzt in den nächsten Tagen. Wer oder was? Da ist wieder eine Hexe. Ich finde Hexen cool, die droppen immer so interessante Sachen. Aber irgendwie ist es doch gefährlich, sich mit denen anzulegen, finde ich, oder? Oder nicht? Oder? Ich weiß nicht. So, Zauntor. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, aber ist schon ein Weizen fertig? Ja, dann kann ich mir einfach einen Weizen klauen, so. Dann muss ich da nicht extra jetzt reinlatschen und... Oh, ich hatte hier eine Menge Weizen. Wo ist jetzt die Kuh gewesen? Oh, zwei Hexen. Heiliger. Okay, Kuh, komm mit. Komm, komm mit, komm. Sei brav. Ich habe jetzt dann halt erst eine Kuh, das ist blöd, ich brauche noch zwei. Scheiße, ich bin vergiftet. Oh, fuck. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht die Kuh töten, Mann. Geh von der Kuh weg. Danke. Da auch noch eine. Ha, Trank der Regeneration, wie geil. Ist meine Kuh vergiftet? Nein, alles gut. Komm her, Kuh. Ja, oh, ich schaff das schon. Ich überlebe das. Ja, kein Ding. Alles gut, alles gut. So, komm her. Komm hier rein. Kuh, lieb sein. Hier rein. Komm hier rein. Komm hier rein. Bist du zu fett oder was? Komm rein hier. Ach, das Übliche. Ich weiß schon. So, jetzt komm hier rein, los. Kuh. Ich warne dich. Komm her. Kuh, komm jetzt, los. Folge mir. Bertha. Warum bleibst du immer an dem Zaun hängen, du dummes Tier? So, jetzt muss ich schnell sein. Und zwar muss ich jetzt ganz fix hier den Zaun zubauen. So. Ich kann das Tor nicht aufnehmen. Warum zum Henker kann ich dieses Tor nicht aufnehmen? Jetzt habe ich's. Dann schmeiße ich mal kurz meinen Schinken weg hier. Nein, hau ab. So, okay. Jetzt habe ich meine erste Kuh. Das ist schön. Und ich sterbe einfach gerade, weil ich nur ein halbes Herz habe. Ich habe einen Trank der Regeneration bekommen. Das ist voll gut. Trank der Heilung, meine ich. Boah, ist das genial. Ich sage ja, die droppen immer total genialen Scheiß, diese Viecher. So, ein Kürbis noch. Ich habe Kürbisse auch schon angebaut, habt ihr ja gesehen. Für eventuell Kürbiskuchen oder so ein Stuff. Ich mal schauen. Okay, jetzt kann ich mir wieder ein paar Brote machen hier. So. Kann ich ja mal gucken, vielleicht versorge ich dann irgendwann das ganze Dorf mit Essen. Okay, ja, das war's dann quasi, glaube ich, auch schon mit dieser Folge.
wie gesagt, ich habe mein Häuschen jetzt so ein bisschen ausgebaut. Es wird noch einen Dachboden geben und es wird noch einen Keller geben. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie weit ich den Keller jetzt ausbaue. Die letzte Folge habe ich einen Tag später hochgeladen, leider, weil momentan habe ich halt wirklich wenig Zeit. Das Wochenende über habe ich leider noch Spätdienst. Das heißt, am Wochenende werde ich leider auch noch nichts mit den Jungs aufnehmen können. Aber ab Montag dann auf jeden Fall. Montags geht mein Frühdienst immer so von 6 bis 2 ungefähr. Und ab 2 Uhr bin ich dann immer zu Hause und kann dann mit den Jungs auf jeden Fall auch aufnehmen. So, Hund, kommst du bitte rein? Ja, danke schön, Sitz. So, dann beende ich diese Folge an der Stelle. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, meine kleine Blockhütte gefällt euch bisher. Und nochmal sorry, dass ich einfach so in die Häuser hier reingerannt bin. Ich weiß, das ist so eigentlich nicht gedacht. Aber ich bin einfach, die Neugier hat mich gepackt. Und ich habe ja auch nur so ein paar Monster erledigt. Ich will ja nicht, dass du stirbst, wenn du wieder ins Spiel reinkommst. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, unten in die Videobeschreibung zu gucken. Da sind wie immer wichtige Links drin. Und auch die Links zu den anderen Jungs, die mitspielen. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Die laden auch täglich ihre Videos hoch. Und dann könnt ihr ja mal euch anschauen, wie sie ihre Häuser gebaut haben. Und ja, mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.